Hi Versicherungsfreunde, ich grüße euch zu diesem neuen Video. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Dennis Juraschuk und hier seid ihr genau richtig auf meinem Versicherungskanal für die junge Familie. Ja, der Sommerurlaub steht an und ich möchte euch noch unbedingt 4 Versicherungstipps mit auf den Weg geben, bevor es dann endlich in den wohlverdienten Urlaub geht. Unbedingt dranbleiben bis zum Schluss. Wir marschieren da auch ruckzuck durch und wir starten direkt nach dem Intro. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wenn ihr das erste Mal hier seid, ihr dürft mir gerne hier unten ein Abo dalassen. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr mitkommt auf die Versicherungsreise. Ich mache regelmäßig Versicherungskontent für die junge Familie, gleichzeitig dann auch deutschlandweit Online-Versicherungsberatung. Ja, heute geht es mal um den Urlaub und welche 4 Versicherungen sind da enorm wichtig. Ich fange mal direkt an. Ganz oben auf der Liste steht sicherlich die Auslandskrankenversicherung. Da sollte man wirklich nicht sparen. Die kostet ein Apfel und ein Ei für die Familie ungefähr 25 Euro im Jahr. Und damit seid ihr safe, wenn also im Ausland mal was passieren sollte, man dort zu einem Arzt gehen muss. Und dann sind die Kosten gedeckelt. Man geht zwar im Ausland in Vorkasse, holt sich das Geld dann aber in Deutschland zurück. Deswegen mein Tipp, diese Versicherung unbedingt abschließen und checkt mal wirklich, ob die auf dem neuesten Stand ist, weil einige von früher, diese uralten Policen, die sind noch nicht unbedingt Corona abgedatet, deswegen da unbedingt mal einen Blick reinwerfen. Ja, die zweite Sache, unabhängig davon, welche Reise man antritt, es empfiehlt sich für Familienreisende auf jeden Fall immer eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. Dazu kann ich eigentlich nur raten, die zahlt dann, wenn man krank wird, verunfallt, wenn ein Todesfall in der Familie sein sollte, Probleme bei der Schwangerschaft oder man wird kurzfristig arbeitslos. Und zwar ist die ganze Familie dann damit abgedeckt und man würde seinen Reisepreis zurückbekommen, wenn man die Reise halt nicht antreten kann. Gleichzeitig, das ist so ein Haken mehr, den man meist machen muss, ist die Urlaubsgarantie bzw. Reiseabbruch. Das bedeutet, wenn man dann schon im Reiseland ist und dort vor Ort passiert was, und man muss irgendwo die Reise abbrechen, das kann auch immer mal passieren. Das kostet nicht viel mehr, das würde ich mit in den Reiseschutz mit reinnehmen. Neu dazugekommen, das ist jetzt die dritte Empfehlung, ist der sogenannte Corona-Schutz. Das ist ganz wichtig. Corona, ja, gibt es ja jetzt noch nicht so lange und in den alten Bedingungen ist es in der Reiserücktrittsversicherung nicht mit drin. Deswegen achtet darauf, dass ihr diesen Corona-Schutz mit dabei habt. Der wird dann leisten, wenn man diesen PCR-Test machen muss und der ist dann mal positiv. Dann reicht es nicht, nur eine Reiserücktrittsversicherung zu haben, sondern man muss diesen Corona-Schutz on top haben. Oder aber auch, wenn das Flughafenpersonal sagt, hey, du siehst jetzt nicht so gesund aus, wir messen mal Fieber und man darf nicht mit in den Flieger steigen. Davor schützt der sogenannte Corona-Schutz. Last but not least, noch der letzte Versicherungstipp. Mag man vielleicht gar nicht erst drauf kommen, aber checkt unbedingt mal eure Hausratversicherung ab. Dort ist meist dann auch die Außenversicherung mit drin. Das bedeutet, wenn ihr verreist, ihr zieht in ein Haus ein, in ein Bungalow oder ein normales Hotelzimmer, es wird mal eingebrochen, dann ist sichergestellt, dass auch dort eure Sachen, die ihr mit auf die Reise genommen habt, mit versichert sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und das soll es dann auch schon gewesen sein. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Urlaub. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr verreist und wenn ja, wo geht die Reise hin? Würde mich interessieren und dann, ja, schönen Urlaub. Wir sehen uns beim nächsten Video hoffentlich wieder. Lasst mir gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und gerne auch das Abo on top. Ich würde mich sehr freuen. Dann eine schöne Zeit. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.